Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir werfen heute einen Blick auf den angeblichen Noobframe Rhino. Rhino war einer der widerstandsfähigsten Warframes im Spiel, zumindest bis zum Mid-Level-Bereich. Danach skalierten seine Tank-Fähigkeiten nicht mehr, was sich aber vor einiger Zeit änderte. Die Frage ist daher, ist Rhino immer noch der typische Noobframe oder ist er jetzt wirklich ein widerstandsfähiger Allrounder? Ihr bekommt Rhinos Blaupause im Markt für 35.000 Credits, seine Teile droppen vom Jackal auf Venus, weshalb Rhino neben Oberon der erste Warframe ist, den ein neuer Spieler bauen kann. Aus diesem Grund lohnt es sich auch weniger, ihn für 375 Platin samt Slot und Reaktor im Markt zu kaufen. Rhino Primes Teile bekommt ihr noch in der Void, ich vermute aber, dass er bald entfernt werden wird. Danach erhaltet ihr ihn nur noch im Handelschat von anderen Spielern. Rhino Prime besitzt neben einer zusätzlichen V-Polarität mehr Panzerung und eine höhere Sprintgeschwindigkeit. Seine erste Fähigkeit, Rhino-Ansturm, lässt Rhino nach vorne stürmen. Diese Fähigkeit nutzt jetzt die Combo-Mechanik, die mit Atlas eingeführt wurde, was bedeutet, dass mehrere Anwendungen hintereinander mehr Schaden anrichten und weniger Energie kosten. Rhinos zweite Fähigkeit, Eisenhaut, erzeugt eine Rüstung, die zunächst eingehenden Schaden absorbiert und ihn anschließend der Gesundheit der Eisenhaut hinzufügt. Eisenhaut erhält außerdem das 2,5-fache eurer Panzerung als zusätzliche Gesundheit. Die Fähigkeit schützt euch vor allen Arten von Schaden, einschließlich Gift und Schnitt, welche normalerweise Schilde ignorieren würden, sowie vor Statuseffekten. Wenn Eisenhaut aktiv ist, werden alle Feinde, die mit Rhino-Ansturm getroffen werden, mit einem Explosionsstatuseffekt umgeworfen. Seine dritte Fähigkeit, Brüllen, erhöht den Schaden von Rhino und allen Verbündeten in der Nähe. Rhinos vierte Fähigkeit, Rhino Stampfer, schadet Feinden im Umkreis, wirft sie um und verlangsamt sie um bis zu 97,5%. Rhino besitzt außerdem eine eingebaute, schwere Einschlagmod. Zusätzlich kann Rhino Prime, wie alle Prime Warframes, Energie aus den Death Orbs in der Void beziehen. Mein Allround-Bild besteht aus Stahlfaser, flüchtige Stärke, Ausdehnung, Vitalität, Umlenkung, Kontinuität, Fluss und Stromlinie. Wenn ihr allerdings wisst, dass Energie kein Problem sein wird, könnt ihr auch Stahlfaser durch Überdehnt und Ausdehnung durch Blinde Wut ersetzen. Zudem empfehle ich als Exilus-Mod Kraftvolle Trift. Damit habt ihr mit Stampfer und Brüllen eine Reichweite von fast 50 Metern und könnt den Schaden eures Teams verdoppeln. Rhino ist ideal für neue Spieler, da er leicht zu bekommen sowie leicht zu spielen ist und Fehler verzeiht. Mit seinen Buffs kann er sich aber jetzt auch in schwierigeren Missionen behaupten. Why won't you die? Nanomachine, son!